mit einer grandiosen Bucht. Bleibst dabei, wäre cool, genau. Wären Baden, Buchten, Drehs. Da liegt da unten ein Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Im Wasser liegt dieses Schiffswrack. Brauchen wir nicht mehr dazu sagen. Da geht die Mauer der ganze Weg entlang. So, das ist die andere Seite von unserer Viktoria. Da als Haubentaucherin. Ihre zweite Karriere. Echt wunderschön. Einen schönen guten Morgen. Es geht weiter aus Kroatien. Yes. Ja. Wir sind nicht spät dran, es steht nur die Sonne relativ steil schon in der Früh. So starten wir das Video mit einer grandiosen Bucht unterhalb von der Insel Raab. Da fangen wir unser Trail schon an. Wir haben ein paar Höhenmeter gehabt im Uphill. Und der Fokus heute liegt jetzt nicht unbedingt auf Biken, sondern zum einen. Genau, machen wir jetzt die Bucht da ein bisschen erkunden, dann fahren wir mit dem Auto noch zu einer anderen Bucht, nehmen wir ein bisschen was mit, wenn ich gut essen gehe. Ja, Zwischentag genau. Ein bisschen ruhiger, wir haben gestern doch einen interessanten Tag gehabt. Wow, der war ewigst. Und knackig, genau. Besten. Ja, bleibst dabei, wäre cool werden. Ja. Baden, Buchten, Drehs, sollte das funktionieren. Alles dabei. Genau. Zavratnica, Kove, Vala Zavratnica, also dieser Bereich da, da liegt da unten. Ein Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, das ist bombardiert worden und untergegangen von den Deutschen, war das damals. Und da seht ihr schon den gemauerten Weg, das ist unser Trail, den fahren wir jetzt ab. Das war das erste Highlight für heute. Soll ganz interessant sein, da sieht man die Bilder, wenn man da tauchen kann. Ich habe jetzt gerade auch aus Rüstung zufälligerweise mit beim Bike. Und ist wahrscheinlich nur noch der Rahmen eigentlich über. Da unten liegt es, also direkt da bei der Ausbuchtung. Echt verrückt. Ja, sieht man von dem freien Auge echt gut. Ja. Das ist crazy. Ja, dann packen wir's. Yes, los geht's.
Ja, unschwer zu erkennen, im Wasser liegt dieses Schiffswrack vom Zweiten Weltkrieg. Gar nicht so klar, aber in Relation wahrscheinlich auch gar nicht so groß. Wie viel da noch über ist, weiß ich nicht. Und ja, da ist es wahrscheinlich auch zu Hause, waren sehr wirklich einige Meeresbewohner. Ja, und trotzdem ein cooler Spot zu fotografieren. Da geht es jetzt zurück, ganz entspannt, dann kommen wir auf Asphalt und dann sind wir eigentlich schon in der Runde wieder geschlossen. Dann geht es zum nächsten Part. Yes! Diese Straße so, die geht einfach die ganze Zeit an der Bucht entlang. Kurzes Zwischenstück zum Schieben mit Treppen. Natürlich, ja, brauchen wir nicht mehr dazu sagen. Und da vorne ist jetzt, da geht gemauert der ganze Weg entlang. Zur Info, da inmitten drin ist dann ein Haus, da ist ein Ranger. Der Ranger hat es dann gleich gefasst und da kann man dann eine Karte kaufen. Die Karte gilt für einen Tag. Pro Person 5 Euro. Und mit diesen 5 Euro werden diese Wege instand gesetzt und dieser Naturpark gepflegt. Genau. Super coole Idee, das finde ich auch von dieser Trail- oder Wegbenutzungsgebühr, bin ich totaler Fan. Zum einen nutzt man es ja und zum anderen, wie soll ich sagen, geht dann wirklich das Geld dahin, wo es ist und so. Das ist im Welebit auch so, man kauft das Ticket und dann wird das genutzt. Ja. Das tut keinem wirklich weh und das ist wirklich eine Sache, wenn das andere Länder auch machen würden. Dann sagt man, hat so eine Trailcard oder Wegbenutzungsgebühr über das ganze Jahr oder monatsweise oder wochenweise, dann könnte man die Wege instand setzen und alle haben Friede, Freude, Eierkuchen. Außer die Follower, die was bei euch eine Yacht haben, Sportmotorboote, Hubschrauber etc., die müssen eigens dann vorne zahlen. Für das Boot gibt es dann nur mein eigenes Ticket. Und Mai, Juni ist okay für die Runde. Natürlich Juli, August bis Mitte September vergisst die Runde. Macht keinen Sinn. Wir haben bis jetzt 2 Leute getroffen. Ja, und er hat gesagt, im Sommer Hochzeit sind fast bis zu 1000 Leute an einem Tag da und das ist nicht was los. Daher meidet es, gibt genug andere Plätze. Genau. Ich glaube auch so cool, es ist so im April dann schon. So früh ist natürlich Schatten, genau, aber so ist es super. Genau. Gut. Auf geht's!
Aber das ist die andere Seite von unserer Viktoria. So als Haubentaucherin, ihre zweite Karriere. Sagst du denn so Spitzkern? Das ist so. Das ist schon ein Taucherbrünn. Was ist Spitzkern mit der Taucherbrünn? Das auf einmal. Ich mit dir. Geht schon. Ich erst waschen. Komm schon, erst waschen. Steht da gut? Danke. So, jetzt gehen wir. Der Wicke wird die Wicke an die Brünn und nicht die Brünn an die Wicke. Ja, weiß nicht, ob man das da oben jetzt im Video noch sieht. Da vorne hat sich gerade ein Seestern, ist da beim Essen. Krass, dass ich verbirgen kann. Und ja, total intakte Natur da. Also, irres Gebiet, ihr seht es. Und das Wasser dazu. Auf jeden Fall wäre da alles nicht nur mit dem Bike. Zum einen schaut sich ein paar so alte Sachen noch, die Kirchen und so. Auf jeden Fall ein gutes Schuhwerk für die Wicke, die hat sich vorgemacht mit den Badeschlapfen. Das ist top, weil man sollte sich im Ausland immer sofort als Tourist äußern, nicht wie ich. Ja, professionell mit der Jesusbereifung, pinken Badehosen und Elf-Flanellhemd. Spaß beiseite. Und schaut jetzt auch ein paar so Sachen ab, weil gerade wie da sind echt noch ein paar Minuten zu Fuß. Und dann diese Küsten, weil die Fischer heißen entlang, wirklich wunderbar. Obwohl, es ging jetzt sogar mit dem E-Bike komplett bis dahin, bis da auf und zurück. Aber ja. Jetzt haben wir es auch nicht dabei. Wow. Ja. Echt jetzt hat er sich ein bisschen bewegt, das Seestern. Stimmt. Ja. Jetzt ist er da nach unten. Jetzt geht er da so durch, vielleicht sieht man das noch. Der wandert relativ schnell, er hat zig Füße und so. Ja. Aber wenn wir Seestern finden, jetzt nicht an die Wasseroberfläche. Das ist ganz schlecht für sie ausgehen, weil wenn die Luft da kriegen, das mögen sie nicht. Also wenn ihr Seestern habt, sie an die Wasseroberfläche lassen, unter dem Wasser und legt sie wieder runter. Das mögen sie überhaupt nicht und kann für sie natürlich tödlich hin. An dieser Felszunge schaut es echt interessant aus. Vorne Insel Krück, Sien, da oben weiter Rijeka und da die Bucht Kobo. Das ist echt wunderschön. Ja, da der Felshaufen, der riesig, jeder was aufgegangen ist, hat einen Stau aufgeschmissen. Da die Wicke und da hinten Insel Raab. Großes, großes Kino. Und es ist echt sehr, sage ich mal, angenehm warm. Ja. Ja. Sehr